Здравейте, аз съм Плами, локален отговорник на Комитета по човешки права и мир към АСНБ София и днес, на Световния ден на човешките права, ще разпитаме хората дали знаят кои са човешките права. Можете ли да кажете някои от човешките права? Право на живот, право на свободна воля, на здраве, на здравеопазване. Gut, also jeder Mensch hat ein gleiches Recht. Das heißt, egal ob arm oder reich, jeder Mensch ist gleichgestellt in Deutschland oder überall auf der Welt. Und das sind die Menschenrechte, die deutschen Menschenrechte. Es gibt auch das Postrecht, jeder darf seine Meinung sagen, das freie Meinungsrecht. Das heißt, egal was für eine Meinung es ist, jede Meinung wird akzeptiert. Die Spur. Право на... Право на... Живот. Имаш право на... Здравеопазване. Да. Право на глас. Право на събиране, право на свободна реч, право на изразяване, право на събиране, право на брак, право на избор на партньор и така нататък. Колко горе-долу са мислите като брой? 70-80. Ich glaube, es sind 5 Grundrechte in Deutschland. Und sonst gibt es das ganze Gesetzbuch mit allen möglichen Rechten. Nein, das nicht. Muss mit 30 nicht. Charakteristiken der menschlichen Rechte. Les droits de l'homme, c'est 30 droits qui sont universels, qui sont qui sont pour toutes les toutes personnes qui vivent sur Terre. Кое право за теб най-важно? Le droit qui est peut-être le plus important, c'est sûrement le droit de vie, c'est le premier droit dans la liste des 30 droits. We realize the importance of our voices only when we are silenced. Je connais cette citation, c'est une citation de Malala. C'est une citation qui est pour moi très importante parce que il est vrai qu'on se rend compte de l'importance de nos droits seulement lorsque nous sommes stoppés d'avoir ces droits et nous... But no one has a right to coerce others to act according to his own view of truth. Правото на свободна реч, никой човек не може да очаква другото да мисли и да действа по него. А и различията в мнението са основен принцип на демокрацията. To deny people their human rights is not ist to challenge their very humanity. Ich würde sagen, wenn man versucht, den Menschen die Rechte zu unterdrücken, wenn man versucht, allgemein Menschen zu unterdrücken, ist es, indem man die ganze Menschheit unterdrückt. Man kann nicht einfach einem Menschen das Recht entziehen und behaupten, man würde es nur diesem einen Menschen entziehen, sondern man entzieht es der ganzen Menschheit, weil jeder Mensch auch in Deutschland ist absolut gleich, hat die gleichen Rechte. UN. Die UN, Vereinigte Nationen, United Nations, Organisation, United Nations, wie es sagt, und dass die Nationen sich einfach vereinen, sich gegenseitig helfen und sich unterstützen. Das ist Passwort. Особено свободата на слово. Аз мисля, че повечето хора просто не са наясно с правата, които имат. И за това, и както и ние, както се оказва, и за това няма как да се спазват всички.